Herzlich willkommen zu Female Force. Mein Name ist Tamara Leopoldsberger und ich möchte hier über einen etwas anderen Feminismus sprechen und euch einladen, mit mir auszutauschen und euch mitzuteilen. Die Meinung aller Geschlechter ist hier erwünscht. Mein Podcast soll Mut machen, andere Perspektiven aufzeigen und euch ganz deutlich machen, dass es ganz, ganz viele Powerfrauen gibt. Ich freue mich sehr auf dich und dein Feedback. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Female Force. Heute habe ich zu Gast zum zweiten Mal Frau Professor Dr. Dina El-Omari, geboren in Hamm. Sie ist Professorin für den Lehrstuhl Interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für Islamische Theologie in Münster und ist zudem seit Oktober 2019 Projektleiterin am Exzellenzcluster Religion und Politik der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, an dem sie ein eigenständiges Forschungsprojekt mit dem Titel »Die Ambiguität der islamisch emanzipatorischen Diskurse in Geschichte und Gegenwart« leitet. Ihre Forschungsschwerpunkte sind islamischer Feminismus, Gender und feministische Koranexegese. Ein herzliches Willkommen, Frau Professor Dr. Dina El-Omari, jetzt neuerdings. Das waren Sie letztes Mal noch nicht. Jetzt ganz offiziell herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich, dass ich heute wieder da sein darf. Ja, ich danke Ihnen. Für die Zuhörer, ja, meine Stimme ist heute etwas angeschlagen. Ich habe eine Rachenentzündung, aber auch das geht vorbei und ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, das Interview zu führen, weil es ja doch immer sehr schwierig ist, einen Termin zu kriegen bei den ganzen Stundenplänen, die wir alle haben, vor allen Dingen Frau Professor Dr. Dina El-Omari. Wir haben letzte Mal aufgehört, da ging es so um die Menstruation der Frau. Sie erinnern sich vielleicht und ja. Darum, wie verrucht in Anführungsstrichen das ist, wie dreckig das gilt, auch im Islam, in der islamischen Kultur. Weil heute reden wir weiter, wir erweitern das Thema und es geht um das Thema Sexualität der Frau im Islam. Und das ist natürlich für viele immer noch ein Tabuthema, leider, aber ein sehr wichtiges. Und im Zeitalter des Feminismus in der westlichen Welt dürfen wir das natürlich in der islamischen Welt auch nicht vergessen zu thematisieren. Jetzt ist die Frage, dürfen Frauen den Männern als Objekt dienen, um ihre sexuellen Triebe auszuleben? Gehen wir gleich in medias res. Nein, natürlich nicht. Also man muss ja einen Unterschied machen. Also es gibt einmal das, was in der ja zum Teil in der Praxis vorhanden ist, auch an Rechtsgutachten, auch was wir im islamischen Recht finden, an Formulierungen, die schon Raum dafür lassen, dass Frauen als Objekte wahrgenommen werden und nicht als Subjekte. Aber es ist etwas anderes, als zu sagen, ist das wirklich so vorgesehen? Ja, also ist das auch vom Islam her so vorgesehen, dass Frauen eben Objekte sein sollen? Und da würde ich ganz klar Nein sagen. Und das hängt wirklich damit zusammen, wie legen wir die Quellen aus? Also was ist eigentlich der Ursprung dessen? Wo kommt das überhaupt her, dass Frauen zu Objekten gemacht werden, auch beim Thema Sexualität? Genau. Und wie gehen wir letztendlich damit um? Das ist so eigentlich der Knackpunkt an der Sache. Genau, und das ist der Knackpunkt und den würde ich gerne auch hören wollen von Ihnen, weil das wird ja immer wieder gesagt, dass es so sei, also von Männern natürlich in erster Linie. Ja. Und die Frauen machen ja oft auch mit, weil ihre Vorfahren das auch genauso gemacht haben und das eigentlich auch von Mutter zu Tochter weitergegeben wird in manchen Kulturen. Warum ist das so? Ja, naja, also wenn wir jetzt wirklich mal so an den Anfang zurückkehren, dann ist es so, dass wir auf jeden Fall erstmal auf den Koran einen Blick werfen müssen. Und im Koran ist es so, dass es insgesamt von über 6000 Versen 3 Verse gibt, die sich mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen. Alle diese 3 Verse gibt es in der Sure 2, also das ist die erste Sure, die in Medina offenbart wurde, also quasi kurz nachdem der Prophet mit seiner kleinen Gruppe nach Medina ausgewandert ist, also ein neuer Kontext, es kommt zu neuen Begegnungssituationen mit anderen Kulturen, mit anderen also Riten, Gewohnheiten und jetzt kommt es natürlich zu Aushandlungsprozessen, immer wenn unterschiedliche Kulturen aufeinanderstoßen und in Bezug auf diese 3 Verse ist es so, dass es da 3 verschiedene Schwerpunkte gibt. Also einmal geht es da konkret um die Regulierung des Fastengebots. Und in den 2 anderen Versen geht es dann um eine
erlaubte Sexualpraktik. Alle drei Verse, besonders aber eigentlich die Verse 222 bis 223, haben einen starken androzentrischen Charakter. Also das heißt, die sind so formuliert, dass sie an Männer gerichtet sind, aber über die Frauenkörper sprechen. Also geht zu euren Frauen zum Beispiel, oder wenn sie sich gereinigt haben, dann geht zu ihnen. Also das impliziert schon so eine gewisse androzentrische Perspektive, und das wird eben auch von feministischer Seite durchaus kritisiert, zu sagen, ja, warum werden jetzt hier die Männer adressiert und nicht die Frauen? Ja, also es geht ja um die Sexualität, also wie man quasi mit den Körpern der Frauen verfährt, in Anführungsstrichen. Und genau hier würde man, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, ja, weil Sie gerade sagten, die Frauen müssten so rein sein. Wieso wird das nicht explizit auch für Männer ausgesprochen? Das ist ja, müsste ja ebenso sein. Genau, und das wird es ja eigentlich auch. Das ist ja das Interessante. Also wenn wir uns Vers 222 anschauen, da geht es explizit um die Menstruation zum Beispiel, also um die Frage danach, wie darf man miteinander verkehren, wenn die Frau die Menstruation hat. Und was hier eigentlich schon als erstes ins Auge sticht, ist, dass der Vers damit anfängt, mit einer Frage an den Propheten gerichtet. Das zeigt so ein bisschen diesen dialogischen Charakter des Korans. Also sie fragen dich, sprich. Ja, und dann ist es schon eigentlich ein Hinweis darauf, dass hier eine konkrete Frage an den Propheten gerichtet wurde. Und dann geht es eben um die fragen dich nach der Menstruation, nach der Monatsregel. Also sprich, sie ist schmerzhaft, ja, und das ist eigentlich schon ein ganz interessanter Knackpunkt, denn da macht der Koran eigentlich gerade einen Bruch mit dieser Unreinheitsdebatte, weil er hätte ja hier schreiben können direkt, ja, weil sie unrein ist, also sie ist schmerzhaft, deshalb haltet euch fern von den Frauen, nicht, sie ist unrein und deshalb haltet euch fern von den Frauen. Also das ist schon eigentlich sehr bezeichnend an dieser Stelle, dass hier die Perspektive gewechselt wird, nämlich auf den Zustand der Frau. Also wie fühlt sie sich eigentlich während der Menstruation? Das ist schmerzhaft, unangenehme Angelegenheit. Die sieht man natürlich nur, wenn man den historischen Kontext mitbedenkt. Ja? Und da sieht man, eigentlich ist das Thema Unreinheit an dieser Stelle gar nicht Thema. Ja? Das ist interpretiert worden. Das heißt, interpretiert. Eigentlich ist das Verständnis für die Frauen, für ihre Situation. Genau. Und ist nicht per se verboten, so gesehen, sondern wenn die Frau es ertragen kann oder womöglich sogar auch möchte in dem Zustand, in der Situation, wäre es erlaubt. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Also das ist ja eine normative Frage, sondern jetzt ist erstmal ist die Frage, was finden wir da in dem Vers, was dort thematisiert wird? Also hier wird dieses Schmerzhafte thematisiert, und dann wird das in der Exegese aber so gedreht, dass das Schmerzhafte nicht für die Frau, sondern warum ist das jetzt schmerzhaft oder schädlich für den Mann? Ja. Mhm. Und daraufhin entsteht diese Unreinheitsdebatte, also dass man sagt, Menstruationsblut ist unrein, und der Mann kommt, wenn er in Kontakt mit dem Menstruationsblut kommt, dann wird er auch unrein. Also das ist alles Auslegung letztendlich. Also das wird ausgelegt. Das steht aber so nicht im Text, sondern im Text steht eben, man soll sich doch mal also fernhalten, weil das eben ein schmerzhafter Prozess ist. Und dann eben kommt die Reinigung ins Spiel. Also wenn man, also quasi als Marker, ab wann man wieder miteinander intim werden darf, also wenn man sich quasi gereinigt hat von dem Menstruationsblut. Aber der Vers endet eigentlich damit, dass er sagt, und Gott liebt die, die sich reinigen, im Plural auf Männer und Frauen bezogen. Also es ist kein weiblicher Plural, der hier steht, sondern da steht ein männlicher Plural, und das bezieht dann beide mit ein. Also es ist immer ganz spannend. Männer haben ja keine Menstruation, das heißt, es kann hier nicht darum gehen, grundsätzlich die Menstruation mit einem, also dass das als etwas Unreines gesehen wird, ja, sondern das ist eigentlich so ein Marker, und in der, also ein Marker dafür, dass man sagt, okay, ab wann darf man denn dann eigentlich nochmal, also ab wann dürfte man dann eigentlich wieder miteinander verkehren? Ja. Haben Sie natürlich einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der natürlich heute auch diskutiert wird. Die Frage danach, okay, ist das aber, jetzt geht es hier um die Regulierung der Sexualpraktik. Das sollte ja eigentlich beide betreffen. Also sollten beide auch gleichberechtigt hiermit angesprochen werden und auch mit einbezogen werden bei diesen Aushandlungsprozessen. Jetzt ist die Frage, kann man das nach Eigenbedarf entscheiden, so wie Sie das jetzt auch gerade formuliert haben. Genau. Und
da muss man ganz klar sagen, also da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir das überhaupt diskutieren. Also wir sind jetzt gerade erstmal bei diesem Schritt, ist mal wegzukommen von dieser Unreinheitsdebatte, bevor wir überhaupt diesen nächsten Schritt überhaupt machen können. Ja, also das heißt, das wäre aber eine offene Frage, auf die ich jetzt gar keine Antwort habe, aber es wäre eine offene Frage, die man natürlich auch diskutieren muss, die ja auch gerade in feministischen Diskursen diskutiert wird und auch übrigens innerislamisch durchaus diskutiert wird, nur halt hinter vorgehaltener Hand. Also und deshalb wäre das schon wichtig, auch dafür Raum zu schaffen, grundsätzlich danach zu fragen, ja, wie ist das eigentlich? Aber bevor wir dahin kommen, ist eben meine Meinung, man muss erstmal von diesem Narrativ der Unreinheit erstmal wegkommen. Ja. Und das kann man eben sehr schön, wenn man sich wirklich diesen historischen Kontext einfach anschaut und sieht, okay, darauf will der Koran hier gar nicht hinaus, sondern er will jetzt einfach erstmal hier auf eine Art Rücksichtnahme hinaus. So kann man es zumindest interpretieren. Ja, man kann es natürlich auch anders interpretieren, aber das ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, gerade für die damaligen Verhältnisse, weil das Narrativ der Unreinheit der Frau sehr, sehr stark geprägt war, also geprägend war für die Spätantike, für die Zeit des Korans davor auch, ist das natürlich revolutionär, wenn jetzt der Koran auf einmal den Fokus auf die Frau setzt und sagt, nein, das ist schmerzhaft für sie, also es geht hier nicht darum, dass sie jetzt unrein ist. Genau. Es gibt ja auch schon mittlerweile Studien, die besagen, dass wenn der Geschlechtsverkehr während der Menstruation stattfindet, ist das schmerzlindernd für die Frau. Natürlich höchst individuell, je nachdem. Genau. Aber das gibt es auch. Und das dann per se zu verbieten, halte ich persönlich einfach für, finde ich richtig, für übergriffig. Aber ich glaube rein intuitiv, so war es auch nicht gemeint, sondern einfach, wie Sie jetzt sagen, Verständnis für die Frau zu schaffen. Das ist natürlich sehr schön. Ich habe auch gehört, und da brauche ich natürlich wieder Ihre Quellen, hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam nicht selber gesagt, dass der Ehemann für die sexuelle Befriedigung der Frau sorgen soll, gar muss? Doch. Definitiv, also da gibt es eine ganz starke Tradition auch schon bei, also später dann unter anderem auch bei Razali zum Beispiel, der da eben auch auf hinweist. Also das ist zum Beispiel etwas, was in der islamischen Tradition auch bis heute eigentlich Gültigkeit hat. Also dass man sagt, das ist schon auch Teil des sexuellen Aktes, dass der Mann eben dafür verantwortlich ist, dass die Frau auch genauso zum Höhepunkt kommt oder zumindest Befriedigung erfährt durch den Sexualakt, also sie nicht frustriert da rausgeht. Aber das Problem ist, also das ist definitiv positiv hervorzuheben. Was dann aber wiederum negativ dazu steht, ist eben diese, auf der anderen Seite eben die Verpflichtung der Frau oder man verpflichtet die Frau sozusagen jederzeit sexuell zur Verfügung zu stehen, wenn der Mann das verlangt. Und das ist wiederum ja ein ganz, ganz krasser Kontrast dazu. Ja, und das Argument, also was ja hier auch dann immer für diese Verpflichtung der Frau ja vorgebracht wird, ist es, dass es eine Überlieferung des Propheten wird da immer angeführt, dass er angeblich gesagt haben soll, wenn ein Mann eine Frau zu Bett bittet und sie sich verweigert, dann fluchen sie die Engel die ganze Nacht. Da gibt es 5 verschiedene Versionen davon. Und auch hier müsste man natürlich sehr kritisch damit umgehen. Also wer ist derjenige, der diese Überlieferung überliefert? Können wir historisch kritisch da arbeiten und schauen, hat das der Prophet überhaupt gesagt? Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, von der Basis her zu arbeiten. Also der Koran definiert ja die Beziehung zwischen Mann und Frau auf der Grundlage von Liebe und Barmherzigkeit. Geht das mit in Einklang mit einer solchen Aussage? Natürlich nicht. Also Erzwingung von Sexualität kann nie richtig sein. Es kann nie richtig sein, Druckmittel zu benutzen, um Frauen dazu zu zwingen, dass sie mit ihren Männern sexuell verkehren. Aber das Ganze basiert natürlich auf einem riesigen Konstrukt von Vorstellungen. Männer sind diejenigen, die eben sexuelle Bedürfnisse haben. Frauen haben die nicht so stark wie Männer und deshalb müssen Frauen sind dafür da sozusagen, dass sie das eben auch ihre Verantwortung, ihre göttliche Verantwortung sozusagen, dafür hat Gott sie erschaffen, also wenn es ganz extrem wird, damit sie eben dieser Aufgabe nachkommen und so weiter. Und das ist natürlich höchst problematisch, vor allen Dingen, wenn es dann gerne auch missbraucht wird von Männern, dann heißt es bei den Männern, ja, wenn du das nicht machst, dann gucke ich halt, muss ich halt mich anders umorientieren, dann betrügen die Männer ihre Frauen oder heiraten sie noch eine zweite, dritte, vierte, was auch immer. Also das ganze System ist auf jeden Fall abzulehnen und stark zu kritisieren. Also jede Form der Objektivierung von Frauen kann nicht im Sinne des Islams sein.
Darauf komme ich noch zu sprechen. Also diese ganzen Interpretationen sind ja für mein Empfinden einfach ein kulturelles Problem eines Patriarchats. Also wenn ich den Koran lese und jeder Vers beginnt mit Bismillahirrahmanirrahim, im Namen des Alabamas, des Barmherzigen, können viele Zeilen einfach so nicht stimmen. Und dann fragt man sich, wie können sie so pro Männer sein und Antifrauen und die Frauen in sexueller Hinsicht so derart unterdrücken und ihr ganzes Leben sozusagen von der Sexualität bestimmen lassen. Es beginnt ja mit der sakralen Jungfräulichkeit, ja, die absolut kontrolliert werden muss, obwohl die Einhaltung der Keuschheit für bis zur Ehe für beide Geschlechter gilt. Warum ist das so in den Kulturen und warum wird das so derart missverstanden und nicht gelebt? Na, das hat unterschiedliche Gründe. Also das hängt natürlich einmal mit kulturellen Prägungen ab. Also wenn wir zum Beispiel sowieso ein Umfeld haben, was ja eher patriarchalisch geprägt ist und bestimmte Vorstellungen mitgebracht werden. Und wenn jetzt zum Beispiel auch die Heiligen Schriften, das betrifft ja alle Heiligen Schriften, patriarchale Schriften sind, dann ist das Problem, dass diese patriarchalen Sichten, die man hat, in diesen Text noch mehr reinprojiziert werden. Also das heißt, der Text, der ohnehin schon patriarchal ist, wird nochmal durch eine patriarchale Brille gelesen. Dann kommen ja die Interpretationen dazu. Und das Ganze in einem bestimmten Weltbild. Also was habe ich für Frauen- und Männervorstellungen? Und wir wissen ja gerade auch, je später wir dann kommen, findet ja auch eine massive Übersexualisierung eigentlich der Geschlechter statt. Also das sehen wir ja jetzt auch gerade in diesen Diskursen nach 1970, durch das Erstarken des Islamismus ja auch zum Beispiel, sehen wir, dass dort ja eine massive Übersexualisierung der Geschlechter stattfindet. Also die Begegnung der Geschlechter ist immer sexuell konnotiert. Egal, wer Mann und Frau sich trifft, ist immer sexuell konnotiert. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, ja, Jungfräulichkeit zum Beispiel oder diese Prämisse vor der Ehe kein Geschlechtsverkehr auszuüben, ist ja für beide, an beide gerichtet natürlich. Und während bei Männern das eher weniger schlimm konnotiert ist oder bis gar nicht schlimm konnotiert ist, und bei Frauen wird das eben skandalisiert, das ist sowieso eine gesamtgesellschaftliche Problematik auf andere Kontexte auch übertragen. Also warum bei Frauen immer schnell etwas skandalisiert oder abgestempelt wird und bei Männern eben nicht. Und das ist natürlich Ausdruck des Patriarchats. Also ganz klar, also dass man hier eben Hierarchien macht und Unterschiede macht. Und man müsste hier einfach straight sagen und sagen, okay, es gilt für beide. Und da darf man einfach gar keine Unterschiede machen. Es ist aber leider de facto so, in unserer Wahrnehmung ist das so. Das heißt, wir erleben das ja immer wieder in unseren Familien, in der Gesellschaft. Die Männer lassen es sich gut gehen und da passiert gar nichts. Und wenn man auch nur das Thema ansprechen will, führt es eigentlich immer ins Nichts, immer noch. Und wir befinden uns im Jahr 2022. Also wie kann man es schaffen, diese Trendwende in Bewegung zu setzen? Also ich finde es einfach unmöglich, weil ich ganz junge Frauen immer noch sehe, noch nicht mal in den 20ern, und die ihre Jungfräulichkeit bewahren wollen, und die jungen Männer überhaupt nicht, immer noch nicht. Die sehen es gar nicht ein. Ich glaube, da kann man nur mit viel Aufklärungsarbeit das angehen, also durch verschiedene Möglichkeiten. Also ich sehe schon, dass es sich strukturell was ändert, also alleine schon über diese Social-Media-Kanäle, die es gibt. Es gibt natürlich die Ausbildungen, Diskussionsplattformen in den islamischen Theologien, die Lehrer, Lehrerinnen, Lehrer, die dann an die Schulen gehen und entsprechend ausgebildet werden. Es gibt natürlich die Kommunikation in die Öffentlichkeit hinein durch unterschiedliche Medien. Aber es sind auch natürlich die Eltern gefragt, also die Mütter, die zum größten Teil die Erziehung prägen. Nach wie vor ist das ja so, also faktisch. Die haben natürlich dann auch die Verantwortung, diese Rollenbilder nicht weiterzutragen, also sondern selber auch erstmal kritisch zu reflektieren und dann nicht bei ihren Kindern genau das Gleiche wieder fortzusetzen, das Muster. Das betrifft aber natürlich Männer genauso, weil die sind ja als Väter auch in einer bestimmten Rolle drin und sollten dann eben entsprechend auch diese Rollenbilder hinterfragen. Also das ist ja, was verstehen wir unter Männlichkeit und Weiblichkeit zum Beispiel und so weiter. Also es sind ja so grundsätzliche Sachen, die leider auch starke Nachteile dann haben und solche Sachen prägen. Ja, einfach ist einfach auch eine Ungerechtigkeit, ja, Frauen da ganz anders zu behandeln als Männer. Und ich glaube, da muss viel Aufklärungsarbeit passieren einfach. Ja, das ist es. Aber gibt es denn
irgendwelche Belege, Schriften, Hadithe, die belegen, dass Frauen sich in ihrer Sexualität anders verhalten sollen als Männer. Also grundsätzlich frage ich mich einfach heutzutage, man wird sehr früh immer noch verheiratet, in der islamischen Kultur verheiratet, sage ich mit Absicht, weil es ja oft arrangierte Ehen sind, immer noch leider, immer weniger, aber immer noch. Und die haben keinerlei sexuelle Erfahrung, keine Vorerfahrung. Und es gibt aber bei den Schiiten die Möglichkeit der Zeitehe, die natürlich ausgenutzt wird dafür, wenn jemand noch nicht verheiratet ist oder verheiratet war, in welcher Situation er sich immer auch befindet, zumindest nicht in der Ehe, außerhalb der Ehe, darf er diese Zeitehe machen, besiegeln, und in dieser Zeitehe darf man sexuell miteinander verkehren. Wäre es dann nicht ein Kompromiss zu sagen, junge Mädchen und Jungen kommen zusammen, sind Freunde, so wie man das in der westlichen Kultur kommt, haben eine Zeitehe, sammeln ihre Erfahrungen, wenn es klappt, gut, wenn nicht, dann nicht. Wäre das möglich oder ist das schon revolutionär unmöglich? Also es wird ja viel, genau das Thema Zeitehe wird neuerdings auch wieder viel innerhalb so nietzschischer Diskurse diskutiert, auf jeden das Fall. Also da, auch, weil ja, es ja eigentlich ja, aus doch. Dem Es ist eigentlich schiitisch eben, kommt, ja. Aber es wird durchaus auch diskutiert, eben auch mit dem Hintergrund, dass es eben dennoch im legitimen Rahmen ist, aber trotzdem man nicht gleich das ganz festmacht. Ja. Die Gefahr, die ich da halt nur drin sehe, ist einfach, dass, das sehe ich ja sowieso auch schon bei islamisch geschlossenen, rein islamisch geschlossenen Ehen, ist, dass es eben oft missbraucht wird von den Männern. Also, dass die Frauen dann, dass die Männer das machen, weil sie sich dann austoben wollen, und dann steht die Frau da mit ihm, meint es gut vielleicht und ist dann quasi aufgeschmissen, weil sie nur missbraucht wurde letztendlich, weil es nicht ernst gemeint war. Ja. Und solange man nicht ein Bewusstsein hat dafür, dass man auch bei so einer Zeitehe etwas Ernstes ist, sehe ich da schon eine Schwierigkeit drin. Also grundsätzlich auch bei diesen muslimischen Ehen, die so schnell geschieden werden können, ohne dass man irgendwas auf dem Papier hat. Ich kenne Fälle, jetzt auch gerade neuerlich einen Fall gehabt, wo Frauen sich dann scheiden lassen und die haben irgendwie dann die Brautgabe festgelegt im Ehevertrag und nichts ist halt. Die kriegen das Geld nicht und die kriegen nichts von den Männern, weil sie nichts rechtens, ist nicht rechtlich genau. gültig. Nicht nach ja. deutschem Recht, sondern nur nach islamischem. So ist das. Hier nicht, ja. Das gilt hier nicht. Und deswegen sehe ich da schon eine ziemlich große Gefahr, gerade auch, weil ja im innerislamischen Diskurs es immer noch so stark patriarchal alles gefärbt ist. Also es ist ja, stark immer noch so geprägt. Wie Männerbilder und Frauenbilder geprägt sind, ist ja relativ klar bei den meisten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt würden Frauen sagen, ah komm, wir machen das mit der Zeitehe. Dann stellt sich dann aber die Frage hinterher, welche Frau heiratet der Mann dann aber wirklich? Heiratet der die oder macht er das nur, damit er sich ein bisschen austoben kann? Weil nach seiner Vorstellung ist sie sowieso da nichts mehr wert, so in Anführungsstrichen. Also das heißt, es muss ja erstmal ein Grundbewusstsein geschaffen werden, was weg von dieser ganzen Debatte führt, also dass wir Frauen so stark reduzieren, dass wir bei Frauen anderen Maßstab anlegen, dass es, dass Frauen abgewertet werden, wenn sie irgendwie ihre Sexualität überhaupt ein Thema ist. Also wir müssen erstmal von diesem allgemeinen Umgang erstmal weg. Wir müssen erstmal eine Basis dafür schaffen, damit man überhaupt ernsthaft darüber reden kann, ob man so eine Zeitehe mit ernsthaften Gedanken abschließt, ohne dass die Frau am Ende des Tages die Leidtragende ist. Und da haben Sie recht. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Das heißt, die Mütter ihre Töchter und Söhne erziehen, vor allen Dingen ihre Söhne erziehen, im Hinblick darauf, die Frau zu respektieren und wertzuschätzen und nicht zu degradieren als sexuelles Objekt und vor allen Dingen allzu schnell oder überhaupt niemals als Schlampe zu bezeichnen. Und das passiert ja sehr, sehr schnell. Also ist die Frau zum Beispiel, trifft die sich zu einem Café, Kennenlern-Café mit einem Mann. Genau. In der Jugend gilt sie schon als Schlampe. Das ja, so ist das. Völlig harmlos. Ja. Geschweige denn, sie ist einmal geschieden und trifft sich dann mit Männern. Dann ist sie also noch Schlimmeres. Und das ist, glaube ich, da kommt man nicht umhin, einfach da wirklich ein Umdenken bei den Müttern stattfinden zu lassen. Und zu sagen, so, ihr müsst eure Söhne einfach erziehen.
dass auch wenn eine Frau nackt vor euch rumläuft, sie keine Schlampe ist. So ist das. Ja, ja, so ist das. Ja, ja. Und das ist genau der Punkt. Das muss ja erstmal stimmen, ne? Also dieses Umdenken muss erstmal da sein, damit man überhaupt irgendwas anderes reden kann. Ja. Und das ist genau der Punkt. Ja, das ist ein langer Weg. Definitiv ist es noch ein langer Weg. Ja, okay. Ja, also wir könnten jetzt schon wieder weiter ausführen, aber ich sage, für heute beenden wir das. Schöne Interview. Wir haben heute einige wichtige Fragen besprechen können und im nächsten geht es dann weiter und ich muss auch ein bisschen meine Stimme schonen. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich vor Professor Dina El-Omari, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag und gute Besserung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, sende mir gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.